Hallo, ich bin zurück und wie man. Ja, ich bin zurück. Bei. Wir sehen könnt. Bei den Schrecken der Pokémon-Jäger. Oder die Top 4 besser gesagt. Die wahre Schrecken kommt erst noch. Ja, ich fange mit Drassler an, ich weiß. Merrikan, Eisstrahl, Nico Blizzard, die wären viel besser, aber ich will ja was ausprobieren. Das hat damals schon mal geklappt. Wo ich mit dem Gardevoir Level 30 war. Jetzt habe ich einen Drassler Level 58. Sollte es eigentlich dann auch funktionieren, wenn alles gut geht. Ja. Also jetzt geht's los. Ich bin jetzt zu der Top 4. In der Pokémon. Der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragon, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild. Und sind frei. Manchmal behindern sie uns. Manchmal helfen sie uns. Weißt du, was bedeutet, Pokémon als gleichwertigen Partner zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Mehr, so sieht's wohl aus. Ich hoffe, ich kann es schaffen, ihn zu besiegen. Und er fängt ja mit Drache an. Ja. Gut, weil das, was ich mache, sehr viel Zeit dauert, weil ich immer Hyperspeed-Geschwindigkeit. So. Okay. Okay, fällt es nicht viel ab. Oh, ich habe schon mal 6-mal Doppelteam, okay. Erstmal 6-mal Gedankengut hinterher. Wow. Das war jetzt mies. Dreimal habe ich. Habe ich 5-mal. 6-mal, okay. Jetzt nochmal heilen. Okay, dann mache ich wieder die normale Geschwindigkeit. So, jetzt hat mein Interesse einen extremen Boost. Im Fluchtwert, Spezialangriff und Spezialverteidigung. Das ist doch perfekt. Und ja, die treffen jetzt so gut wie gar nicht mehr. Und ich meine, schön Psychokinese. Hoffe, es ist weg. Jo. Ist weg. Die Beltra, okay. Natürlich werde ich nicht wechseln. Das geht ja manchmal schon mal Boost verloren. Das wollen wir ja nicht. Dann mache ich wieder Psychokinese. Erdbeben trifft natürlich nicht. Das wäre ja auch schlimm. Auch besiegt. Meine, diese Taktik funktioniert sehr gut, wie ihr sehen könnt. Jetzt kommt sein Bruder Landaff, dass ich Angst haben sollte. Naja, aber seine meisten Angriffe sind, glaube ich, spezielle Angriffe. Darum brauche ich nicht so viel Angst haben. Normalen Angriff sinkt, aber das kann mir sowas von egal sein, da ich eher nur speziell angreife. Steinhagel trifft natürlich nicht. Das ist gut. Psychokinese. Geht auch down. Gut, dann kriege ich hier jetzt einen Pokémon mit einer Psychokinese Schrott. Das ist sehr schön. Altaria. Das wird. Also nicht mal, das ist jetzt spielend einfach. Meine Taktik funktioniert wunderbar. Risikotackle geht daneben. Oh, das hat überlebt. Altaria hat eine hohe Verteidigung. Mal gucken, was Donnerblitz abzieht. So. Ja, kann ich nochmal machen. Risikotackle geht daneben. Das ist wirklich eine sehr schöne Taktik von mir gewesen, oder? Ja. Für den stärksten der Top 4 brauche ich jetzt am wenigsten Zeit. Das ist echt krass. Okay. Oh, Rauchwolke, die trifft sogar. Mein Interesse ist, dass er sich davon nicht stören lassen. Oder? Jo, sich gut jetzt trifft. Sollte jetzt K.O. gehen. Jo, gewonnen! LOL! Nicht mal 5 Minuten. Habe ich für den schlimmsten. Mein Interesse hat sogar perfekt geheilt. Gebiet wahre Ehre, das finde ich aber auch. Da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute in Herzen des Trainers und lernen es zwischen gut und schlecht zu unterscheiden.
Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Ach ja. So. Hier werde ich erstmal gucken, was es dann reingeht. Ich werde mit einem Äther, ja. Erstmal die Chinesen von meinem Dressel auffüllen. Könnte ich vielleicht gebrauchen nochmal. Ansonsten gibt es hier nichts mehr viel zu machen. Ich muss überlegen, was ich anfange. Ich weiß, er fängt mit Wildort Level 57 an und das kann Fun drehen. Und wie mehr KP es hat, umso mehr zieht es ab. Also müsste ich es wirklich erstmal großen Schaden gleich am Anfang machen. Ich denke mal, ich werde erstmal versuchen, mit Raster und Donnerblitz drauf zu schmeißen sofort. Um dann die Stärke davon zu reduzieren. Ja, wenn es nicht klappt, kann ich ja Neustart machen. Ja, ich bin in diesem Part jetzt hier. Also, war ein kurzer Part, aber ich habe den Drachenmeister besiegt in unter 5 Minuten. Das ist doch wirklich super. Ja, und jetzt beende ich diesen Part hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Und das könnte schon das Finale werden, wenn ich Glück habe. Wünscht mir Glück und drückt mir die Daumen. Also bis dann.